Ja, moin moin. Neues Jahr. Nach krankheitsbedingter Pause wieder Solduri TV am Start. Pünktlich zum neuen Jahr. Folge 1, 2022. Nein, 23. Nach dem Intro. Fangen wir an. Ja, da sind wir wieder. 2023 ist das Jahr, was wir im Moment haben. Ja, wieder mal ein Jahr hinter uns gebracht. Turbulentes Vereinsjahr. Neuer Vorstand, der eine hervorragende Arbeit macht. Vielen Dank an dieser Stelle an den tollen neuen Vorstand, den wir da haben. Ja, wie ihr vielleicht im Discord mitgekriegt habt, hat sich so ziemlich viel getan, was die ganzen, ja, Problemchen mit unserem Vermieter angehen. Von daher wurde da eine sehr, sehr, sehr schöne Lösung gefunden. Im Discord findet ihr die Erklärung des Vorstandes. Schaut euch das Ganze an oder fragt nochmal nach, wenn ihr da Fragen habt. Damit, ja, steht 2023 doch, denke ich, in einem recht guten Stern. So. Ja, sonst ist erfahrungsgemäß in diesem Jahr ja noch nicht so richtig viel passiert. Wir machen auch einen Neustart. Die letzten Wochen, ich habe jetzt keine Bilder zusammengestellt. Das mache ich nochmal gesondert vielleicht. Ich war, wie gesagt, ein bisschen krank, deswegen gab es eine ganze Zeit jetzt keine Folgen. Ab jetzt bin ich aber wieder da und am Machen und am Tun. So, den brauchen wir mal nicht. So. Ja, wir gehen mal rauf und gucken uns die Termine von der laufenden Woche einfach mal an. So, wir haben Dienstag, den 9., nee, den 3. haben wir die Drachbaschler-Gruppe, eine DSA-Gruppe. Mittwoch ist Mittwochsmalen, wo ich dann auch endlich mal vor Ort sein werde und mitmalen kann. Mein Schrank hier, ich sag mal, meine Wall of Shame ist es schon fast, ist endlos. Da wird es Zeit, dass wir mal weitermalen. Nach Jahren. Um 19 Uhr dann gibt es auch die Wechselgruppe. So, Donnerstag, Freitag haben wir noch nichts irgendwie eingetragen. Am 7. spielt dann das erste Mal in diesem Jahr die Solduri-Gruppe. Jeden Monat spielen wir da in der Gründergruppe, wenn man so will, DSA. Und am 8. um 19 Uhr gibt es eine Egregius-Runde, auch DSA 4.1. Ja, wie gesagt, wenn ihr für den Kalender was habt, was ihr vielleicht noch nicht als Termin eingetragen habt, also bitte, bitte, bitte tragt eure Termine ein, damit ich die hier präsentieren kann. Wir nach außen zeigen, was wir so tun, was wir machen. Ich plane gerade, um so, ich sag mal, einen Ausblick auf die Zukunft zu machen, ein Event zum Thema Flohmarkt. Das fängt aber gerade erst an, da muss ich mit dem Vorstand noch drüber sprechen, wie, wo, was. Da plane ich aber was. Wer da Ideen hat, gerne auf mich zukommen. Oder auch was plant in dahingehend. Kommt da gerne auf mich zu. Können wir das zusammen machen vielleicht? Generell gilt es, denke ich, 2023 ein bisschen mehr Events zu machen wieder. Also Tag der offenen Tür sollte ein Ding sein, denke ich. Das muss nicht der Vorstand planen. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht primäre Aufgabe des Vorstandes, so eine Events zu planen. Da ist es an uns Mitgliedern, Ideen einzubringen und vor allen Dingen auch diese Ideen umzusetzen. Denn oftmals ist das Problem ja nicht die Idee, sondern wer stellt sich an dem Tag denn hin und verkauft Würstchen oder schließt den Raum auf und fegt den Raum vorher und nachher einmal durch und so weiter. Von daher bringt euch da ein und lasst uns dafür sorgen, dass wir ein bisschen die Werbetrommel rühren und ein paar mehr Mitglieder zusammenkriegen. Und das Ganze mal wieder richtig in die Gänge kriegen. Ja, in diesem Sinne, das soll es quasi schon gewesen sein. Ein frohes Neues wünsche ich euch nochmal.
2023, denke ich, wird ein gutes Vereinsjahr für Solduri. In diesem Sinne sehen wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Solduri TV. Bis die Tage und tschüss, euer Fetzo.